Ihr seht es, das Brett leuchtet, D4 kam. Ja, den mache ich jetzt. Und ihr seht es halt auch im Stream, das ist unsere Partie, ne, die ich da zeige. Meine Zeit läuft noch nicht. Jetzt mache ich mal einen Zug D5, einfach nur um die Partie zu beginnen. Und von welcher Sicht wollt ihr die Partie sehen? Aus meiner Sicht oder aus. Machen wir mal meine Sicht im Stream. D4, D5, er spielt Springer F3, es leuchtet. Läuft also bisher einwandfrei. Die Verlosung ist um 20:10 Uhr. Die Verlosung läuft bis 20:10 Uhr. Ike the Bike 1966. Vielen, vielen Dank für den Sub. So, ich habe jetzt hier das Handy. Ne? Hier ist das Handy, die App. Chess.com App. C4 macht er. Damengambit. Soll ich jetzt hier nehmen oder was mache ich? Mache ich E6? Mache ich C6? Wir haben ja Zeit. Wir spielen ja 10 plus 5 oder 10 plus 10. Ich nehme raus. Naja, das ist jetzt für mich, weil ich streame, Arelde, ne? Normalerweise musst du dir vorstellen, hätte man ja nur das Brett und die App, ne? Aber ich muss das ja streamen, deswegen muss ich ja noch die Bildschirme betätigen und alles. Für mich ist es halt ein bisschen. Er hat E3 gezogen, ihr seht, es blinkt. Ich kann den Boden nicht signieren, weil ich nicht das Brett ausliefere. Das macht Millennium. Ne? So, alle können heute an der Verlosung teilnehmen. Rufzeichen, Verlosung, einfach in den Chat packen. Würdest du auf Wunsch auch den Bon signieren? Ja, den würde ich signieren, wenn du mir das zuschicken würdest, ne? Aber nicht, also automatisch geht das nicht. Läufer C4. Wir spielen jetzt ganz normal angenommenes Damengambit. Er ist jetzt nicht zu hören. Er spielt jetzt ganz locker seine Partie, während ich hier die Kopfhörer auf habe. Nachher sprechen wir noch ein bisschen über die Partie. Ich vermute, er wird jetzt rochieren. Kurze Rochade machen, vielleicht A4, vielleicht Springer C3, I don't know. Was für ein Link, Donbo? Von was für ein Link ist hier die Rede? Check doch bitte die Webseite. Ah, er macht A4, ne? Ich hab's gedacht. Ich hab's mir schon gedacht. Jetzt C5 hier. Ihr seht ja auch, Konrad spielt auf diesem geilen Holzbrett. Schöne Grüße aus Griechenland von wem? Marik was? Aus Rhodos. Ach Gottchen. Du hast es schön. Ihr habt alle ein Leben. Ich sitze zu Hause in Hamburg. So langsam wird es warm. Arbeite, chacke jeden Tag für euch und ihr sitzt auf Rhodos. Karo Heid sagt Verlosung. Schön. Mit einem IBAN kann ich seltsamerweise nicht über die Chess.com App spielen. Sagt ja Sascha. Also bis jetzt hatte ich keine Probleme. Das kann natürlich auch. Welcher Link zur Webseite? Überhaupt. Von. Zum Millennium oder was? Dann müsst ihr doch hinkriegen. Computerchess.com. So, Konrad denkt nach. Ich attackiere hier den Bauern D4. Das ist aber eine Normaltheorie, ne? Also das ist nichts Besonderes. Er kann natürlich auf C5 nehmen und dann das Endspiel anvisieren. Das ist natürlich ziemlich langweilig. Aber es ist ganz normal für angenommenes Damengambit. Normalerweise spielt man jetzt hier Springer C3. Ich nehme auf D4 und spiele dann Läufer E7, ne? Er macht Dame E2. Interessant. Ich nehme auf D4. Ach, was mache ich denn? Erstmal muss ich Dame E2 spielen. Ich wollte schon im Browser ziehen. Ich depp. Dabei spiele ich ja mit dem E1. Ach, ey, ich komme total durcheinander.
Genau, geht mal auf die Webseite computerchess.com, schaut euch mal die anderen Produkte an. Es gibt so viele geile Schachcomputer, die Millennium herstellt. Ja. Naja, spielt Turm D1. Das wird interessant jetzt. Spielt man hier E5? Nein. Jetzt bin ich schon out of book hier, wenn ich ehrlich bin. Ja, Läufer E7 wahrscheinlich, ne? Läufer E7, schlagen auf D4, schlagen, schlagen, Dame C7, falls er nicht mit dem Bauern Springer nimmt. Ja, Läufer E7 Rochade, ne? Nee, Läufer C5 auf keinen Fall. Es wird verlost nach 50 Minuten. Die Verlosung läuft bis 20:10 Uhr. Namen der Grieche, rate mal, wer heute den ganzen Tag im Arsch war. Kauli. Ja, Kauli. Ich habe nicht erwartet, dass du bis 1 Uhr online bleiben musst. Du hättest auch früher pennen gehen können, Kollege. Mensch, Mensch, Mensch. So, er wird jetzt auf D4 schlagen, denke ich. Springer D4, Springer D4, Turm D4. Also das habe ich gerechnet. Er nimmt. Ich nehme, er nimmt. Angriff auf meine Dame. Ich gehe nach C7. Und dann geht die Partie normal weiter. Title Tuesday lief bescheiden. Schlechtester Title Tuesday aller Zeiten für mich bisher. Aber es ist natürlich auch Quatsch, irgendwie 4 Stunden vorher zu streamen und dann noch den Title Tuesday zu spielen. Alles für den Griechen, alles für den Club. Kauli, aber nicht bis zur Erschöpfung. Er nimmt jetzt doch mit dem Bauern. Kann man auch über Leeches angeschrieben werden, denn ich bin bis 20 Uhr da und dann ab 2.1. Ich weiß nicht, was du meinst, Störkle. 7292, danke für den Sub. Ja, was mache ich jetzt? Kurze Rutsche, was soll's? Er hat jetzt doch mit dem Bauern genommen letztendlich. Wenn man gewinnen sollte. Na, das geschieht automatisch. Wir brauchen ja nur dein. Er spielt was? Springer C3. Alles logisch. Zeit, ich habe eine Minute mehr. Wir spielen 10 plus 10. Ja, die Hauptidee hier in diesen Stellungen ist D5 zu spielen. Ne? D5, tak, tak, tak. Das sieht gefährlich aus. Deswegen sollte ich vielleicht Springer B4 spielen hier. Mit der Idee Springer D5, ne? Was sonst? Sonst kommt D5 sehr gefährlich. Ja. Ich mache Springer B4. Das ist ein Standardzug in diesen Stellungen. Insbesondere wenn Weiß A4 gemacht hat, dann ist das Feld B4 natürlich schön schwach. Da kann immer was rein. Und jetzt kontrolliere ich hoffentlich das Feld D5 genug, um D5 zu verhindern. Ich denke, er wird jetzt den Läufer rausziehen, ne? Hierhin. Kann ich mir vorstellen. Er hat Springer E5 gemacht. Ach so. Ich darf nicht vergessen, das auf dem Brett zu ziehen. Der Schachopa. Danke für den Raid, lieber Schachopa. Herzlich willkommen. Ich spiele mit dem E1 auf chess.com gegen Konrad Schormann. Wir testen das Brett und spielen eine Partie. Und alle können an der Verlosung teilnehmen. Bis um 20:10 Uhr läuft die Verlosung. Ja, Läufer D7 geht gar nicht so gut. Wegen D5 schon wieder. Ja, D5 ist latent echt ein Problem. Ist unglaublich. Komisch. Irgendwie gefällt mir die Stellung nicht. Was war das denn? Der Netanitoluwa Adewumi fordert mich heraus. Das gibt's doch nicht. Dieses 12-jährige Wunderkind aus Nigeria, welches in New York lebt, fordert mich gerade hier raus auf chess.com. So mitten in meiner Partie. Mir gefällt die Stellung hier nicht, ey. Was spiele ich denn hier? Ich muss angenommenes Damengambit mal ein bisschen üben. Was für ein Läufer C5? Egal.
Er wundert sich wahrscheinlich, dass ich so lange nachdenke. Ja, ich mache jetzt was. Ich muss irgendwas ziehen. Ja, bitte nicht die Zeit vergessen. Wir spielen 10 plus 10, oder? Ja, 10 plus 10, das heißt. Ne, Läufer D7 funktioniert aber nicht gut, wegen D5. So, er spielt Springer E4. Jetzt müsste ich aber Zeit für Läufer D7 haben. Ach so, ich vergesse immer zu ziehen. Ich hatte eigentlich eher mit Läufer G5 gerechnet. Verlosung läuft bis 20.10 Uhr, Freunde. Unter allen Leuten, die Rufzeichen Verlosung in den Chat hauen, verlosen wir ein E1 im Wert von 199 Euro aus dem Hause Millennium. Checkt auch mal die anderen Produkte aus. Ihr seht zum Beispiel, Konrad spielt auf dem wunderschönen Holzbrett, das natürlich aus dem hochpreisigen Segment ist. Ich habe jetzt den Namen allerdings vergessen des Brettes. Er hat das zwischendurch erwähnt, gesagt. Schon ein geiles Ding. Und ihr könnt auch gerne mal die Webseite Perlen vom Bodensee auschecken. Konrad, extrem kritischer Journalist. Manchmal haut er so ein bisschen auch einen raus. Da denke ich mir, das musste so nicht sein. Aber leistet sehr, sehr wichtige Arbeit. In der deutschen Schachszene. Aber viele kennen den ja auch, ne? Und jetzt kriegt er das Gesicht zum ersten Mal bei TBG zu sehen. Die Konrads Elo ist ungefähr 2100, aber er ist nicht mehr so aktiv. Das hatten wir am Anfang so ein bisschen geklärt. Ist das Brett nicht dazu da, dass man während der Partie draufschaut? Doch, kann man machen. Aber ich spiele ja hier auch mit Bildschirm. Normalerweise, wenn man unterwegs ist, schaut man natürlich nur auf das Brett, aber ich spiele auch mit Bildschirm. Deswegen. Er spielt auf dem Supreme Tournament 55. Okay, so heißt das Teil. Das Wort Supreme lässt schon erahnen, in welche Richtung das geht hier. Kostet so um die 800 Euro, glaube ich. Ja, jetzt denkt er nach. Was kann er machen hier? Er kann natürlich hier alles Mögliche schlagen. Ne? Hier, hier, hier. Die Sache ist halt, ich spiele halt gegen Isolani und mir ist es egal, ob Figuren getauscht werden. Da hätte ich nichts gegen, um die Sache zu vereinfachen hier. Normalerweise, ich glaube, er hat sich nicht ideal aufgebaut so. Normalerweise baut man sich irgendwie auf, dass man hier angreifen kann mit Dame-Läufer-Batterie. Das geht hier aber nicht. Also zumindest nicht in den nächsten sechs Zügen. Wenn er hier nimmt, dann nehme ich mit Springer natürlich. Wenn er den Läufer nimmt, habe ich kein Problem, weil er tauscht dann seinen schönen Springer gegen meinen Läufer. Das Läuferpaar ist hier von untergeordneter Bedeutung erstmal. Er hat was gezogen. Was hat er gemacht? Oh, Turm D3. Turm D3, ein gefährlicher Zug. Aus einem ganz simplen Grund. Wegen Turm H3 und solchen Geschichten, ne, will er spielen in der Schlingel. Was ist hier mit B5 eigentlich? Ja, Turm C8 ist ein Kandidat. Das sind alles Kandidaten. Ne, B5 ist Mist. Machen wir Turm C8, das sieht super logisch aus. Greift den Läufer an. Der ist zwar gedeckt, aber Turm C8 ist sowieso ein logischer Zug in solchen Stellungen. Ja, Turm D3 ist gefährlich, was er macht. Gar keine Frage. Habe ich auch ein bisschen Angst vor, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht B5 gleich. Und dann Turm C1, Springer F4, um Material zu tauschen. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Partie konzentrieren. Springer F4 kann er einfach schlagen, Kollege. Läufer F4. Hallo. Springer F4, Läufer schlicht F4. Da ist ein Läufer auf C1. Turm A3. Ich sehe allerdings noch nicht, was da droht, wenn ich ehrlich bin. Na, das ist echt. Oh, ich spiele einfach was. Wir haben wenig Zeit.
Ich weiß nicht, ob das geht. Kann er den nicht einfach schlagen sogar? Nee, kann er, glaube ich, nicht so ein ohne weiteres. Springer F6 kann ich auch mit dem Springer schlagen. Läufer D5, ED5. Dann greife ich den Turm an und den Springer. Ich hoffe, das geht für mich. Ich gehe mal davon aus, dass er zurück muss. Vielleicht er wird einmal nehmen, dann zurückgehen. Dann will ich da nehmen. Er nimmt Springer F4, Dame F3, Springer A3, Dame A3, Springer E4, Läufer E4, G6 und. Tja. Dann hätten wir super viel getauscht. Springer auf Springer F6 nehme ich natürlich mit dem Springer. Man kann da nicht Dame A5 spielen. Es wird spannend. Er hat gezogen, Läufer D3. So, jetzt Turm C1 war meine Idee. Turm C1, Springer F4. Springer F6, Läufer F6. Scheiße, das geht nicht, wegen Läufer Schlichter 3. Oh, shit, das geht gar nicht. Läufer Schlichter 7. Turm C1, Turm C1, Springer F4, Springer F6, Läufer F6, Läufer Schlichter H7, Feierabend. Oh. Ich muss sowas wie G6 spielen, ne? Was mit Springer E4? Nee, das geht gar nicht. Oh. Ich stehe nicht gut. B5 war, glaube ich, ein tierischer Fehler. Ein ganz simpler Angriff hier und TBG geht unter. Ich mach mal G6. G4? Boah, krasser Zug. Also G4 ist krass. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich. Gut, dass wir 10 plus 10 spielen. Weil. Ich muss ja auch die Züge von Konrad ausführen. Jetzt sag nicht, die Verbindung wurde getrennt. Mach keinen Scheiß. Die Partie war kurz unterbrochen, aber nur kurz. Wie viel Zeit habe ich noch? 20 Sekunden, er hat 58. Ich hoffe, dass der Angriff so einigermaßen abgewehrt ist hier. Läufer G5 könnte ich ziehen. Springe. Läufer B5 ist meine Idee. So, die Partie läuft noch, ne? Auf jeden Fall sehr spannende Partie. Er kann auch Springer C6 spielen. Aber er hat ein paar Schwächen, ne, auf den schwarzen Feldern. Mein schwarzfeldiger Läufer ist sehr wichtig hier. Kommt nicht Springer C6? Ja, kann ich doch nehmen. Einfach Läufer C6. Und dann Dame D4. Er hat jetzt nicht mehr so viel Zeit. 15 Sekunden. Ja, was macht er? Dame E3. Er geht zurück. Läufer G5 geht nicht ganz, aber Läufer B5 kann ich machen hier, ne? Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben beide 20 Sekunden. Läufer G5 hat er F4, ne? Ja.
Bringt nichts. Ich, mein nächster Zug ist Dame D6, Turm D8, solche Sachen. F4. Boah, ist das spannend. Also 10 Sekunden kann man problemlos jetzt überlegen bei 10 plus 10. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Zeit überhaupt Überblick behalte. Meine Idee ist jetzt Turm D8 den D4 attackieren. Boah, er geht echt volle Kanne. Volle Kanne, der Kollege. Einmal nehmen. Der kennt nix, ne? Wenn die Dame auf D8 stünde, hätte ich jetzt gewonnen schon wieder. Mit Läufer G5. Ja, ich greife mal D4 an, mir fällt nichts Besseres ein. Und dann Läufer F6 oder sowas. Ja, bei dem D4 kann er mir nicht gehen. Er kann natürlich Turm F1 spielen. Ne, Turm D1. Logischerweise. Jetzt habe ich Läufer F6, oder? Elf Sekunden. Das ist jetzt natürlich echt. Ich rede auch die ganze Zeit, ne? Das ist auch so eine Sache. Und ich muss seine Züge machen. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Dame F4. Oh, das ist ein Einsteller. Das ist ein Einsteller. Wieso den Vodafone mal wieder? Er gibt auf, glaube ich. Er hat es eingestellt. Aber wo kann man aufgeben auf der App? Ja, er hat es gefunden. TBG hat gewonnen. So, jetzt verbinden wir. Wieder dem Vodafone. Hat doch super geklappt, alles. Hörst du Hallo? mich? Ja, Ja, hörst du ja. mich? Ah, okay. Du bist auch wieder zu hören. Ja, super. Da bist du noch mal davon gekommen, mein Lieber. Ja, das war super spannend. Wenn du das am Ende nicht einstellst, einzügig. Ja, gut, aber da stehe ich schon schlecht. Ne? Ja, ich Ich habe, stehe am Ende steht besser, ja. aber ich hab B5 überhaupt nicht gesehen, dass das die schwarze Idee ist. Ich habe also und ich habe auch Turm C8 nicht verstanden, dass Turm schlecht C1 droht. Also da wurde es schon zu schnell für mich. Ja, aber ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, ne? Also Ja. ich zeige das nochmal im Stream. Ich mache mal die Engine noch dazu an. Kann sein, dass du einfach total gut standst. War sehr, sehr interessant, wie du das gespielt hast. Du kannst es wahrscheinlich halt sehen, ne, auf dem zweiten Bildschirm. Ich sehe es, ich gucke ja auf den Bildschirm, ne? Meine Kamera steht auf dem Monitor, insofern sehe ich, was du da tust. Ja, ich hab so gehofft, dass du Königsinsel spielst. Das war das Einzige, worauf ich ein bisschen vorbereitet war. Sag mir klar. Wenn du es schon auf Twitter fragst. Geil. Ich meine, ich geh so zweimal am Tag rein und gucke halt, was Perlen vom Bodensee auf Twitter mal wieder von sich geben. Nein, aber dann ist klar, das ist echt schrecklich. Das wäre mir eine Freude gewesen. Das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich mit Isolani gespielt habe. Eigentlich spiele ich gegen Isolani. Ja. Also, du hast ja ganz normal Theorie alles. Weißt du, ist das okay, was ich da spiele? Also dieses A4, ich habe natürlich ein Loch auf B4 und du kannst schön D5 blockieren. Aber ich dachte, wenn du dich da hinstellst, dann habe ich halt meinen auf E5 stabil Ja, eingepflanzt. das ist halt einer von vielen Zügen, ne? Also klar kann man machen. Ich weiß, dass es halt diese Feigling-Variante gibt mit D schlecht C und Damentausch und dann Ja. dieses Endspiel, aber das wollte ich den Zuschauern nicht antun. Ja, das war gut von dir. Das ist auch einer der Gründe, warum ich angenommen das Damengambit ja so ein bisschen vermeide, weil viele spielen diese DC5 Damentausch-Variante, ne? Also für die Zuschauer hier, man kann nehmen halt und ja, dieses Endspiel kann man spielen. Ich finde es aber auch eher langweilig. Kann man aber auch schwer vermeiden mit Schwarz. Die meisten spielen aber anders. Ne? Also, die gehen nicht ins Endspiel. Also, das ist alles normal. Also, ich glaube, statt Dame I2 habe ich in meiner Analyse irgendwas mit Springer C3. Ganz normal. Und dann Turm E1. Ja, ich bin hier komplett aus dem Buch, keine Ahnung. Ja, Also, du spielst halt. Aber was, ich meine, Isolani-Strukturen, erfahrene Spieler kennen das. Ne? Und ja.
ist ja nichts komplett Neues, ne? Für dich. Ja. Ja, die Stellung ist natürlich schon tausendmal gesehen bei, genau, von beim Zugucken genau. Bei anderen, klar. Ja, genau. Guck mal, der Balken hier. Plus 1,2. Ja, ja. Also Springer, also ich fühlte mich auch nicht wohl in der Stellung hier, aus irgendeinem Grund. Ich hatte ja auf Twitter auch geschrieben, dass ich dich per Läuferopfer auf H7 erledige. Das hätte ja fast geklappt. Aber guck mal, G6. Ich schalte mal die Engine ein hier. Für mich. Ja. Die Engine sagt hier, ich habe hier ehrlich sehr lange nachgedacht, hier an der Stelle, nach Springer E5. Das waren ja so 3 Minuten. Ne? Und tatsächlich, B6 war mein Kandidat. Und dann auf Dame F3, Turm A7. Das habe ich überlegt. Und dann, ich wollte den Läufer halt über B7 dann entwickeln. Das war die andere Idee. Wenn der Springer auf B4 steht, deckt er halt das Feld D3, der Läufer kann nicht dahin. Mhm. D5 wird verhindert im Moment, der Läufer steht auf C8. Der darf halt nicht nach D7. Die andere Variante war, wenn ich Läufer D7 spiele sofort, dann spielst du wahrscheinlich, ich hatte Angst vor D5 hier. Eigentlich. Also wenn du Läufer, genau, das sind dann, wenn du Läufer, den Läufer nach B7 stellst, dann habe ich vielleicht auch mal F7 schlecht. Ja. Also ja. So ganz im Hemd stehe ich dann auch nicht da. Ich wundere mich gerade, dass das hier so gut ist. Wieso geht denn das? Hä? Ja, super. Guck mal, siehst du das hier? Die Stellung? Ja, ich sehe es immer mit ein bisschen Verzögerung, aber ja, du... Ja, Chat, diese Stellung hatte ich berechnet vor meinem geistigen Auge und dachte, ich kann das nicht spielen. Und die Engine sagt hier, ich mache einen Zug und stehe besser. Kleine Taktikaufgabe. Leute. Das hatte ich gesehen. Deswegen wollte ich Läufer D7 nicht spielen. Ich dachte, ich verliere ja einfach, weil der Läufer weg ist. Ja, Läufer B5 geht, ne? Na, Läufer B5 geht nicht, sagt die Engine wegen Dame D1 und Weiß gewinnt. Ah, oh ja, das ist fies. Ah ja, okay. Aber was geht? Was Läufer, geht Läufer G4 geht. Ja, das habe ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Ja, gut, okay. Aber dann, das ist halt wieder einer von diesen Zügen, ein Feld, wo du zweimal angegriffen bist, da denkst du halt nicht dran, dass du da wen draufstellst. Ja, ich denke, in der Turnierpartie könnte ich das berechnen, aber in der Schnellpartie ist das extrem schwierig, in vorauszusehen. Ja, bist du ja schon irgendwie 3, 4, 5 Züge in der Variante. Ja, genau. Das hatte ich alles gesehen. Ich wollte eigentlich Läufer D7 spielen hier. Das ist so ein Standardzug halt in so einer Stellung, der ist auch okay. Ich hatte aber Angst vor D5 und dann kommt halt diese Variante raus. Das ist echt ein bisschen crazy. Cool. Deswegen zurück und das ist schlecht. Guck mal. Turm D3. Nee, Springer E4 hast du erstmal gemacht. Sofort Turm D3 ist sehr stark, aber Springer E4 ist auch gut. Läufer D7. Turm D3 kam und hier hatte ich schon echt Angst. Ja, ich habe auch immer mal rüber geguckt, wie er sich wohl fühlt. Hier hatte ich schon Angst, scheiße, ich dachte jetzt, nein. Turm C8, Turm A3, B5. Ich stehe ja auf Verlust, übrigens. Oh Gott. Aber dann sag mir, wie ich gewinne. Oh Gott, na, Läufer D3 schon gut. Ja, Läufer D3 muss es ja sein. Also was soll Läufer D5 geht auch, sagt die Engine. Ist auch besser. Aber bleiben wir erstmal bei Läufer D3. Total witzig. Ist vor Läufer. Was? Ist vor B5 nicht Läufer schlicht A4 möglich? Ja, ist möglich. Ja, kann man machen. Turm A4, B5. Aber irgendwie habe ich das nicht ernst genommen. Ich weiß auch nicht wieso. Das interessiert mich, glaube ich, gar nicht. Aber was willst du machen? Ne, man kann hier nehmen auf A6, BC4 und ja. Dann geht die Partie weiter. Wäre möglich gewesen, ja. Wäre besser gewesen. B5 ist ein Riesenfehler, actually, von mir. Aha. Hier stehe ich auf Verlust. Was habe ich gespielt? G6. Ah, ich hatte mich natürlich verrechnet. Ich wollte Turm C1 spielen, sofort. Und dann Springer F4. Ich habe Turm C1 total verschlafen die ganze Zeit. Mhm. Ja, aber hier hatte ich übersehen, Springer F6 in meiner ersten Berechnung und dann gewinnt Weiß. Natürlich. Ja. Ja, also das ist Mist. Ne? Sowas und dann droht natürlich eine Menge. Und Weiß hat auch einen Bauern mehr erstmal.
Genau, ihr könnt alle bei der Verlosung mitmachen. Ein E1 verlosen wir aus dem Hause Millennium. Läuft bis 20.10 Uhr die Verlosung. Und dann habe ich halt gesehen, dass das nicht geht und habe Turm C1 nicht gespielt und G6 gespielt. Aber die Engine sagt hier, dass Weiß hier auf Gewinn steht. Hm. Also plus 2,5, das ist natürlich schon eine Menge. Ne? Ja. Was hast du gemacht? Du hast G4 gemacht. Das ist ein Fehler. In der Stellung, ja, da, hier hätte ich mal noch mal 10 Minuten gebraucht, um irgendwie... ich habe auch G4, ich habe halt auch nicht gesehen, dass Springer F4 in der Stellung ist. Aber du hattest ein bisschen Zeit eigentlich. Ja, für deine Blitz-Bullet-Verhältnisse, ja, aber alter Mann, der nicht mehr spielt, braucht hier richtig Zeit. Ich hab hier keine richtige Fortsetzung gesehen. Also Läufer H6, Läufer H6 einfach. Läufer H6, Springer G5 habe ich noch überlegt, ob ich das mal einstreue. Also Läufer H6 war mein erster Kandidat halt, ne? Weil ich natürlich auch gesehen hatte, dass ich Turm C1 drohe. Ja, ja. Einfach den Läufer nach A6 mit Tempo, greift den an und also hier stehst du plus 2. Ja. Das ist ein Riesenangriff. Ganz typisch für Isolani-Strukturen. Super vorgetragen. Ich mache ein, zwei Ungenauigkeiten und schon Riesenangriff. Das ist auch der Grund, warum ich diese Isolani-Strukturen so ungern spiele. Gegen Isolani. Ja, guck mal, Läufer A6 habe ich nicht mal erwogen. Echt nicht? Standardzug. Nee. Ja. Ja, aber nächstes Mal. Was noch stärker ist übrigens, ist Dame D2. Oh, den habe ich allerdings erwogen. Dame D2 und rein, aber... Alter Lachs, das ist plus 3. Kann ich fast aufgeben. Ja, aber wie setze ich dich denn matt? Ja, ich kann mich kaum rühren. Dame 6. Also die Züge, die angegeben werden von der Engine, ja, was soll man machen? Springer E4? Ja, und dann den anderen Springer. Läufer E4. Springer F6 von mir aus. Ja. Dame H6. Das ist schon matt. Springer G4 im nächsten einfach. Ja, ja. So einfach gewinnt der Computer gegen Spieler, die Fehler machen. Das ist plus 10 hier. Das ist Feierabend. Geht nichts mehr. Ja, außerdem, es droht auch sowas wie Läufer G6 wahrscheinlich. Ne? Springer G6, alles reinhauen. Ja. Ja, da ist der TBG nochmal davongekommen. Ja, ja, G4, da habe ich aufgeatmet. Da habe ich aufgeatmet. Das hatte ich alles schon vorher geplant, diese Turm C1 Springer F4 Geschichten, ja. Und jetzt stehe ich besser. Ja. Ja, ja. Jetzt hast du dich. Ja. Ja. Ich will mal sehen, ist da noch was passiert? Weiß nicht, kann ich Springer C6 und irgendwie mit ungleichfarbigen Läufern hier mich rauslügen? Ja, nee, geht nicht, weil der D4 hängt, ne? Das ist ein bisschen zu viel. Ja, ich nehme, ja, klar, aber ja, es sind zu viele, ja, und ich habe zu viele Löcher, ja, habe ich auch nicht gemacht. Ja, also, ja. Nee, das ist verloren. Ja. Nee, du musst das vorbereiten. Ja. Wenn, dann kannst du jetzt Springer C6. Läufer C6? Ah ne, hier sagt die Engine nicht nehmen. Dame D7, Dame D6. Es läuft immer auf das hinaus, diese Geschichte. Ja, ist halt besser für Schwarz, aber jetzt noch nicht gewonnen, würde ich sagen. Ja, Springer C6 wäre besser gewesen. Zäher. Du warst voll im Angriffsmodus. Ja, aber den einfachsten Zug habe ich dann nicht gesehen. Ne? Läufer H6, das ist echt, ja, echt schade. Und damit D2, da habe ich sogar erwogen, aber irgendwie nicht dran geglaubt. Ich hätte nicht so viel beim Hamburger GM-Turnier. Ich hatte zu viel Respekt. Ja, ich dachte, ich kann den noch nicht einfach matt setzen. Der hat bestimmt irgendwas. Ja, von was denn? Von wem? Ja, am Ende habe ich Glück gehabt, dass es eingestellt ist. Du bist natürlich auch nicht in der Praxis, ne? Du spielst ja nicht so viel. Ich spiele eigentlich. Ich habe heute die erste Partie wahrscheinlich in diesem Jahr gespielt, als Vorbereitung, so eine 10-Minuten-Partie mal auf Chess.com mit dem Brett gespielt, um zu gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Aber ich muss öfter. Wenn du dann mal wieder spielst, dann merkst du, wie viel Spaß das macht. Das war, ach was! Das waren jetzt mit die aufregendsten 20 Minuten, die ich dieses Jahr hatte. Also, lass es deine Frau nicht hören. Ja, okay, wenn ich da... So, schach nicht. Ich bin ja so alt, da dauert das nicht mehr 20 Minuten. Hallo? Ich muss das hier noch raten, ey. Explicit Lyrics.
Thank you.